Ja, moin. Wie gesagt, ihr habt mich schon vorgestellt. Ich bin Simon Maiborg. Ich bin eigentlich Informatiker, arbeite hauptberuflich bei Gruner und Jahr im Innovationslabor Greenhouse. Da machen wir eigentlich Produktentwicklung, Ideenentwicklung, bauen Prototypen, bauen Businessmodelle und gucken, ob das irgendwie funktioniert. Bin 35 Jahre alt. Das ist so mein Hauptjob. Im Nebenjob, also in der Freizeit, entwickle ich eigentlich immer nebenbei ein paar Ideen, Produkte selbst. Viele davon sind mittlerweile irgendwie dümpeln daher. Die vier Auktionen kommen vielleicht wieder zurück, aber es ist eigentlich über Jahre, in den letzten 5 Jahren, gab es doch viele Sachen, die irgendwie gescheitert sind. Und ein Projekt, was ich jetzt vorstelle, ist ein neues Projekt von mir und ich hoffe, dass es nicht scheitert. Das fängt eigentlich schon mal ganz gut an. So, worum soll es heute gehen? Es geht um Maiborg Corn, wie man nicht unschwer erkennen kann. Ja, was war die Idee grundsätzlich? Also ich habe eigentlich, wie gesagt, viele digitale Projekte gemacht in den letzten Jahren und hatte irgendwann die Schnauze voll. Ich war mit dem letzten Projekt relativ grandios gescheitert, weil ich da eine Urheberrechtsklage am Hals hatte. Alles nicht so schön und wollte dann irgendwas Analoges machen. Analog, da habe ich mir überlegt, okay, ich habe, wie gesagt, diese Schweine gemacht, ich habe mal Pferdewetten in Australien gemacht, ich habe eine App für Millionäre gemacht und dachte, okay, das Segment Alkohol läuft da eigentlich ganz gut rein. Dann hat man halt sowas beobachtet wie halt den letzten, weil so Alkoholiker kommen ja immer gerne in Wellen wieder zurück. Also Gin kennt jetzt jeder, also jeder hat zu Hause irgendwie den heißesten Gin stehen. Wodka war in den 90er Jahren, irgendwie kam wieder zurück, in den 80ern hat das auch keine Sau gesoffen. Jägermeister ist so ein Fall. Helbing habt ihr in der Küche stehen, ich glaube vor 5 Jahren hat auch keine Sau Helbing getrunken. Und so sieht man eigentlich, dass sowas immer alles irgendwie wieder zurückkommt. Da habe ich mir gedacht, okay, ich kann auch was machen in diesem Bereich, aber wenn ich etwas mache, mache ich natürlich nicht den x-ten Gin. Also ich kann natürlich irgendwie noch eine neue Flasche daneben stellen, das ist ja irgendwie ein bisschen langweilig. Da geht man natürlich ein bisschen zurück in seine Geschichte und sich überlegt man sich, wo kommt man her, was kann man, was weiß man, mit wem kann man vielleicht auch zusammenarbeiten. Ich komme hier, wie gesagt, Olli hat es schon erklärt, aus dem schönen, hier ungefähr ist so der Schweinegürtel, ne? Mehr Schweine als Menschen, mein Bruder hat selber 2000. ja, ist so. Nahe des Emslandes und dort wird halt einfach noch sehr viel Korn getrunken. Da ist das wirklich ein großes Thema. Ich bin selber aufgewachsen, als hier da vorne links bin ich, als einer unter 5 Brüdern. Da wird auch noch viele Kinder gemacht. Da ist die Welt noch in Ordnung. Und da wird halt viel in der Jugend Bier getrunken, aber auch Korn, also Kornfanta, auch die unedlen Varianten, ne? Muss man wirklich zugeben. Man kommt dann irgendwie nach Hamburg und kommt in die Bars und merkt dann irgendwie, gerade wenn man Recherche machen will und sagt, okay, ich habe jetzt die Idee, ich möchte vielleicht einen Korn machen und irgendwie was Neues machen, dass man mal durch die Bar streift und sagt, okay, habt ihr eigentlich noch einen Korn? Und was man meistens bekommt von diesen Barwirten, dass sie sagen, ja, Korn ist was für Assis, für Prolls, für Provinzler, haben wir nicht. Außerdem sehen auch die Flaschen total scheiße aus. Meistens, das ist hier das Aurel in Ottensen, irgendwie da, wo ich häufiger bin, da gibt es nicht mal ein Oldesloe irgendwie in einem Gefrierschrank. Das findet man häufig auch nochmal. Dann nimmt man sich also vor, sagt sich, okay, es gibt hier eine Lücke zu füllen, man kann dann nicht wieder versuchen, die Bars, also erstmal einen Korn zu entwickeln, erstmal kriegt man das überhaupt hin und das zweite ist, kriegt man den Korn wieder hinter die Bars der Stadt. Das sind eigentlich im Grunde die 2 Aufgaben, die ich mir gestellt habe, letztes Jahr, irgendwie im Frühsommer und dann bin ich halt einfach angefangen. Es fängt alles immer an mit einer Recherche und zu sagen, okay, wie sehen eigentlich Kornflaschen heutzutage aus und wie will man selber einen Korn machen? Ich hatte vorher sofort die Idee zu sagen, okay, ich kenne einige Kornflaschen aus meinem Kopf und die sehen immer aus wie die Flaschen hier. Klassische Rundflaschen, die irgendwie nach nichts aussehen, die sich keiner Sau hinter die Bar stellen will. Ab und zu gibt es eckige Flaschen, aber auch keine wirklichen kantigen Flaschen, so ich mir das eigentlich vorgestellt hätte. Ich wollte eigentlich so eine klassische Ginflasche haben. Und selbst die eckigen haben halt irgendwie solche seitlichen Einkerbungen, damit die Flasche nicht aus der Hand fällt, wenn man sie irgendwie an den Hals hält. Nicht geil, nicht geil. Das ist in der Mitte, ist schon so ein Hipster-Ding hier, das Korn aus Berlin. Dann geht man halt los und sagt sich, okay, jetzt will ich mal das Ding mal angehen und sage einfach, okay, ich will einen Prototypen bauen. Also ich kann ja erstmal anfangen und sagen, okay, ich besorge mir eine Flasche, kann mir ein Etikett irgendwie zusammenkleben und sagen, okay, vielleicht kann ich da irgendwie Fake-Korn reinmachen und einfach mal ein bisschen testen in Bars, wollen die sowas überhaupt haben. Dann geht man los, geht ins Internet und findet eigentlich irgendwie so Flaschenplattformen. Sehr viele Flaschen, aber meistens wirklich auch nur so Rundware. Gerade wenn man jetzt heutzutage sieht, wenn Leute irgendwie neuen Korn auf den Markt bringen oder neuen Whisky oder sowas, haben sie alle so runde Flaschen, weil die auch sehr leicht zu etikettieren sind etc. Ich hatte aber schon in meinem Kopf schon eine ziemliche Vorstellung davon, wie so eine Flasche aussehen sollte und ich hatte mir wirklich vorgestellt, diese schöne, kantige Gin-Flasche. Ich hatte sogar schon irgendwie meine Tagline so ein bisschen in meinem Kopf. Hab dann lange recherchiert und einfach in Deutschland irgendwie nichts gefunden. Immer weiter ins Internet mir gegraben, irgendwann mal angefangen, die Flaschennamen zu googeln, was wirklich eine sehr gute Idee war.
und bin dann irgendwann in Italien gelandet bei einer Firma Bruni Glas, die sehr schöne Flaschen macht, und habe eigentlich da meine Traumflasche gefunden. Sehr schön eckig. Man sieht sie gleich noch mal im Profil. Aber das hat halt so ein paar Schwierigkeiten mit sich gebracht, weil man natürlich sagen würde, okay, wie kriege ich die Flasche jetzt irgendwie nach Hamburg? Kann man da irgendwie vorstellig werden? Schreibt man natürlich eine E-Mail, spricht dann nicht von ich möchte einen Korn machen, sondern wir möchten einen Korn machen und bla bla bla, mach ein bisschen auf dicke Hose. Und dann sagen sie einem, okay, dann können wir dir vielleicht in einem Monat mal 5 Flaschen schicken. Das Schöne an dieser Flasche war und auch an der Auflösung, wie die Flasche hier steht, im Gegensatz zu den anderen hier, dass man eigentlich schon mal mit dieser Flasche und wenn man diesen zweiten Bobble drückt, die im Profil bekommt, kann man schon mal sich schon einen Prototypen zusammenbauen, schon mal einen Prototypen designen und sagen, okay, ich habe eine Vorstellung, wie es aussehen soll, kann einfach schon mal rumprobieren, das wäre jetzt irgendwie mein erster Aufschlag. Das war damals mein erster Aufschlag, so sah der aus, am Sonntagnachmittag zusammengezimmert, da stimmen auch viele Sachen noch nicht, Angaben, die man so nicht machen darf, sind da drauf, da ist noch ein altes Label drauf, was ich damals gestartet habe mit einem Kumpel, der leider nicht mehr dabei ist, aber so hatte ich eine Idee, okay, das ist ein Produkt, was ich mir vorstellen könnte, mit dem ich rausgehen könnte und vielleicht Leute überzeugen könnte. Dann hatte ich halt einen Monat Zeit. Was macht man als Entwickler, wenn man einen Monat Zeit hat? Man fängt einfach mal an, eine Webseite zu machen, ne? Als wenn man das ganze Produkt schon hätte. Ja, man, oben kommt der Prototyp hin, unten geht man schon mal in seine Küche und fotografiert ordentlich ein paar Produktbilder, geile Rezepte und so. Das Letzte ist hier total ausgedacht, als wenn jemand wirklich Weißwein mit Korn trinken würde. Aber ich dachte, eine Wassermelone macht sich irgendwie ganz gut auf dem Bild. So. Ich wusste aber, dass ich so ungefähr in einem Monat den Korn zu Hause haben sollte, also den Korn, sag ich schon, die Flasche zu Hause haben sollte, und habe mir dann langsam wirklich Sorgen gemacht, zu sagen, okay, wenn ich das Projekt jetzt wirklich mache und ich habe da jetzt Bock drauf, wie kriege ich das überhaupt hin, dass Leute darauf aufmerksam werden? Da habe ich mir lange ein bisschen den Kopf zerbrochen und bin dann irgendwie auf eine ziemlich gute Idee gekommen, und ich hoffe, der Ton läuft jetzt irgendwie, und habe dann das hier gemacht. Ton laut machen? Er hat sein Kind bekommen. Das haben wir mit den Brüdern und Freunden ordentlich gefeiert. Kindessen nennt man das bei uns. Jetzt bin ich gerade im Zug zurückgefahren und da ich gerade so eine Idee sitze und ich nicht weiß, wie ich Marketing machen soll oder überhaupt Werbung machen soll, weil ich gar kein Geld dafür habe, ist mir gerade eingefallen, dass ich einfach einen Podcast darüber machen kann, wie sich diese Idee entwickelt und wie ich zum Glück komme. Was mache ich jetzt? Geil. Ja. Das war eine ziemlich gute Idee, zu sagen, okay, ich hatte auch ein paar Vorbilder im Kopf, weil ich selber ein großer Podcast-Fan bin, hatte halt die Idee zu sagen, okay, ich bin jetzt irgendwo so weit, dass ich sage, okay, es könnte sein, dass ich das Produkt hinkriege, es kann auch sein, dass ich gnadenlos scheitere. Beides wäre eine gute Story, die man erzählen könnte. Es gibt diesen Podcast-Startup, ich weiß nicht, wer den kennt, vielleicht mal die Hand hoch, da erzählt jemand darüber, wie er seine eigene Firma gerade aufbaut, und die stellen Podcasts her. Das ist sehr meta, ich wollte das ein bisschen handfester machen, und das Zweite ist halt so Serial, die machen das irgendwie dramaturgisch sehr gut, sehr viele O-Töne so einbetten. Also wenn man nachher meinen Podcast hört, da kommt auch meine Mutter zu Wort oder irgendwie die Brennereien etc. Das Ganze, wie gesagt, ich wieder klein angefangen, einfach so, was man so kann. Das linke ist mein Studio, das rechte auch. Das rechte ist schon ein bisschen advanced, da spricht mein Billy-Regal, was da noch links zu sehen ist. So ausgekleidet mit Kissen. Aber einfach hands-on, einfach mal probieren, was man so kann. Ich hatte noch zum Glück so einen alten Audiorekorder, das hat schon eigentlich ganz gut funktioniert. Dann so, der Monat war irgendwann rum, ich hatte die Webseite schon ein bisschen gebastelt, dann kamen die Flaschen an, dann sitzt man zu Hause und ja, die Flasche ist da, man bastelt sein Etikett da drauf, das hat man halt irgendwie von einer Online-Druckerei sich mal drucken lassen, jetzt nicht ein professioneller Etikettenhändler, und hat dann irgendwann seinen ersten Prototypen, der wirklich eigentlich fast genauso aussieht. Da, hier ist er, der darf mir nachher nicht geklaut werden. Da ist auch kein edler Scheiß drin, da ist, glaube ich, nur Strohmanns drin. Genau, schönes Ding, wird irgendwann mal Millionen wert sein, hoffe ich mal. Genau, und damit bin ich dann einfach, wie gesagt, einfach durch die Bars gelaufen, wieder in Ottensen, eigentlich in meiner Hometown, aber auch in der Schanze, und habe einfach die Leute gefragt, wenn der Schnaps so wieder daherkämen würde, hättet ihr Bock darauf, den einfach mal ins Regal zu stellen? Und die meisten haben immer gesagt, ja klar, probieren wir mal auf, 2 bis 3 Flaschen nehmen wir, vielleicht bewerben wir ihn sogar. Und so hatte ich irgendwie das Gefühl, okay, also quasi ein Check-in da machen, ich kann irgendwo eine Flasche her besorgen, die Bars sind dafür offen, also gehe ich weiter. Dann geht's los, mit Brennereien zu sprechen. Ich habe das schöne Glück, wie gesagt, dass ich aus der Ecke kam, wenn man sich eben erinnert, wo ich herkame, das war so knapp daneben, 20 Kilometer weit entfernt, ist halt Haselünne. Fuselünne, sagt man bei uns auch. Es hat halt die Brennereien Behrensen, Roche und Haid. Behrensen ist halt irgendwie Industriealkohol, Aktiengesellschaft, fällt eigentlich völlig raus. Haid ist von 1860, Roche ist von 1792.
Und die beiden brennen halt wirklich noch selbst. Die brennen halt in Kolonnen. Roche 60-fach, Haidt 56-fach. Roche hat den schönen Vorteil, dass Roche auch noch selbst seinen Weizen anbaut und irgendwie Gründungsmitglied ist von Bund Deutscher Korn Edelkornbrenner. Davon gibt es nur 4 Mitglieder, weil es einmal die anderen, die haben es halt einfach geschafft, einen Standard zu etablieren, den einfach keine Sau irgendwie einhalten kann. Aber das merkt man auch im Podcast, ich habe halt mit beiden Brennereien wirklich lange gesprochen und gepokert und musste mich auch rantasten, weil ich wollte ja was von denen und ich wusste gar nicht, ob die überhaupt bereit waren, mit mir irgendwas zu machen. Ich habe natürlich gesagt, ich bin irgendwie Produktentwickler, habe denen schon mal meine Flasche gezeigt, schon mal die Webseite gezeigt, sodass sie das auch als Chance begriffen haben, vielleicht in der Stadt wieder zu reüssieren und zu sagen, okay, vielleicht schaffen wir das da, wieder ein bisschen Korn zu verkaufen. Der Haidt war irgendwie ein 40-jähriger Typ, total nett, sehr sympathisch, sehr coole Sau. Der Roche ist ein bisschen arrivierter, ein bisschen zurückgenommener. Das Problem allerdings ist so gern ich gerne mit dem Haidt hätte zusammenarbeiten wollen und ich fand auch, ja, eigentlich müsste das mit dem Haidt klappen, war mein ganzes Dorf gegen mich und sagte so, wenn du Korn machst, dann musst du das mit Roche machen, weil das war irgendwie der Shit. Ne? Alle sagten so, Roche ist das Geilste und ich dachte mal, das wäre vielleicht auch ein bisschen Folklore. Ne? Also ich meine, ich habe das auch immer gerne getrunken und man trinkt Roche schon mal ein bisschen älter ist. Man trinkt halt in den Bärensen mit 16, 17 so auf dem Schützenfest, ganz normal, aber wenn man dann nachher zum Roche Frühstück geladen wird, was es bei uns ernsthaft gibt, da trinkt man halt Roche, ne? Heißt ja auch Roche-Frühstück. Ne? Dann habe ich halt wirklich, bin ich wieder mit Kornproben von beiden Brennereien und auch Kornproben aus dem Supermarkt nach Hause gegangen und habe halt Verprobungen gemacht mit Kumpels, noch mit ein paar Mädels etc. Und das war nachher wirklich so, dass Roche das alles sowas von geschlagen hat. Und das war dann halt der Moment, wo ich sagen musste, okay, ich entscheide mich für Josef Roche, der hier rechts steht. Und leider gegen Haidt. Wir sind immer noch sehr verbunden. Henrik Haidt ist immer noch mein Facebook-Freund. Wir haben zu Weihnachten die Flaschen getauscht, alles, so, weißt du, so Blutsbruderschaft so, auf Kornweg. Dann kam eine Sache, die total mir entgegengelaufen ist. Und zwar habe ich auf einem Event, irgendwie beim Spiegel, habe ich ihn hier getroffen, Holger Klein. Das ist ein Radiomoderator bei. Ich bin schon durch, oder was? Fuck. So, jetzt Produkt aus, so in Bars.